So, Sportsfreunde, willkommen zurück zu Bannerlord mit der Eagle Rising Mod. Ich muss gestehen, vor 12 Stunden zuletzt gespielt. Wir haben jetzt unser eigenes Königreich ausgerufen, oder? Nein, ich wollte. Ich wollte. Krabbe. So, Moment, zur Festung gehen. Reden, Osama bin Reden. Eure Durchlaucht. Es ist an der Zeit für einen gewaltigen Schritt. Es ist an der Zeit, ein neues Königreich aufzurufen. Ich stehe euch zu Diensten, so soll es sein. Die Sprache, unsere Dokumente und unsere Gesetze. Wessen sollen wir verwenden? Wisst ihr was? Wir tun so, als ob wir nicht das Imperium sind, aber indirekt sind wir schon das Imperium. Ein Königreich, das imperiales Recht nutzt, würde Folgendes einführen: Senat. Gut. Wie soll das Königreich heißen? Ich nenne es. Oh. Das Krabbenreich. Es wird in eurem gesamten Reich verkündet werden: Möge das Krabbenreich stets siegreich sein. Am 14. Tag im Sommer 328 hat Krabbus die Gründung eines neuen Reichs namens Krabbenreich verkündet. Ja, da stehen wir alle am Tisch. Und chillen. Genießen unser Leben. Bam-badam. So, okay. Haben wir kurz zelebriert. Und nun? Nun bin ich höchst selbst ein hochwohlgeborenes. Oh. Scheiße. Warum genau sind das alles Barbarenhorden? Ich habe doch sogar gesagt, ich möchte römisch sein. Ne, scheiße. Also muss ich quasi... Kacke, am Ende kann ich keine römischen Soldaten mehr rekrutieren. Oder ist es gemischt? Würde schon gern weiterhin römisch bleiben. Kultur Teutischkas, das ist die falsche Kultur. Ändert sich die Kultur? Kultur? Wo sehe ich denn das mit der Kultur? Los Kulturus. Ich weiß, es gibt... Ich glaube, das gibt es hier in der Version nicht. Es gibt, glaube ich, eine Mod, die das macht, dass sich das ändert. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Hat das jetzt nicht geklappt, oder? Nee. An sich sieht alles gut aus. Mal kurz mit jemandem reden. Was soll? Ja, ich habe Lupfurdum eingenommen. Was hältst du von deinem Lehnsherrn Usdagaizaz? Das sollte ich mit Wildur besprechen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Wildo mein Freund ist. Krabbus von den Krabbenreich erklärt den Krieg gegen Imperium Romanum. Ne, wir haben jetzt auch alle Features. Ich habe nur noch 3 Armeen. Hä? Oder hatte ich davor auch nie? Ich hatte mehr Armeen. Ich glaube, ein paar unserer Armeen haben noch hart auf die Fresse bekommen.
Ich habe auch weniger Gefährten, glaube ich, als vorher. Tja, ich würde denen auch gerne Sachen geben, aber Fun Fact, ich kann dir nichts geben. Okay. Jetzt schieben wir mal kurz die Karte. Gerade wir sind halt wirklich sehr weit oben im Norden, muss man auch einfach dazu sagen. So, jetzt ist die Frage, wen könnte man denn anheuern? So, wisst ihr nicht, was ich meine? Ich brauche noch extra Leute irgendwie. Karawanen, alles Karawanen. Wann gibt's denn da neue Leute? Ne, ist da also noch Barbarenhorden. Sagt mir nicht zu. Das Barbarentum. Aber ist halt einfach die falsche Kultur. Habe ich auch die Kultur? Nee, ich habe doch die Kultur imperial normalerweise. Nee, also das wurde komplett überschrieben. Hm, ich verstehe, okay, gut. Schauen wir nur ganz kurz eine Sache, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Wir haben nämlich, glaube ich, hier ein paar Leute verloren in der Zwischenzeit. Wobei, ich habe auch ein paar zu viel, okay. Oh, okay. Na gut, da sind einige draufgegangen. Hallo? Okay, das passt alles. Das Dorf wurde niedergebrannt. Wenn ihr meint, dass das eine gute Idee ist, dann könnt ihr das gerne machen. Ich für meinen Teil... habe ich noch... Gefangene? Nee. Gar nichts mehr. Alle draußen. Tja, es ist halt schade, weil ich wollte mal eine rein römische Armee machen, aber wenn das natürlich nicht funktioniert mit der rein römischen Armee, wobei ich es nicht verstehe, weil davor waren hier auch Römer drin. Ah, I don't like this. So, keine Angst, ich bin friedlich. Weil die sind auch alles, hey Digga, die sind auch alles Germanen. Da ist ein Reich. Oh, 700 Mann sind da drin. Kultur Theodischkas. Ich nenne das Theodischkas, keine Ahnung. Kulturimperium. Hm. Tja, nichtsdestotrotz. Das wäre der nächste Schritt. Oder man holt sich die Festung hier oben. Jetzt ist die Festung einfacher zu knacken. Wir haben ja in der Zwischenzeit fast alle Upgrades für Belagerungen drin. Die sind aber auch krass am Chillen hier, ne? Ich mische mich nicht ein. Ach, egal. Habe ich die alle irgendwie im Kerker gelassen? Habe ich das vergessen? Ein Rambock bauen wir, den Belagerungstürme bauen wir nicht, weil wir die nicht brauchen, wie wir wissen. 7 Tage im Yam-Yam. Na, schön schießen. Nebenbei nur gucken, dass sie nicht irgendwelche Helden um die Ecke kommen. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Mauerstückchen haben wir auch schon weggeschossen. Aber ich werde trotz allem nicht direkt angreifen. Wir warten wieder, bis die Nahrungsmittel ausgehen.
Wir haben ja Zeit. Und ein stabiles Einkommen. Eine Sache, die ich mir so auch wünsche. Ein stabiles Einkommen. 525. Wie wir wissen, knapp 30-40% der Truppen werden verschwinden, wenn es soweit ist. Jetzt ist es soweit. 411. 396. 379. 363. Und damit steigt natürlich dann unsere Chance auf den Sieg deutlich an. Wenn es jetzt wieder Tag ist nach dieser Nacht, dann gehen wir in die Offensive. Wir haben ja jetzt quasi doppelt so viele Soldaten jetzt. Ja, weniger wird es nicht. Dann, wie soll man sagen, wir gehen in die Offensive, meine Freunde. Und schauen, dass wir uns die zweite Provinz holen. Ne. Dieser barbarische Adel, Alter. Dieser barbarische Pöbel in meine Reihen hier. Gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich einfach durchreiten? Ah, nee, macht keinen Sinn. Hi! Oh Gott, er reitet einfach weiter. Oh Gott, weg, weg, weg. Einfach schief gegangen hier. Was sind sie denn alle? Sonst stehen sie auch alle hier rum, aber heute gar keiner, hm? Gott. Voll unentspannt. Ich sehe keinen einzigen Bogenschützen. Hier sind auch gar keine Einheiten. Hä, die stochern sich gegenseitig ab, oder was machen die da? Ne, die haben unsere Speere abgewehrt. Boah. Wir haben auch mehr Damage durch unser Pferd in der Zwischenzeit. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas rein, in irgendwas reinreiten, ist unser Damage in der Zwischenzeit höher. Level macht schon Sinn. Au. Hi. Wohin des Weges, mein Freund? 22 Leute haben wir verloren. 80 Leute auf der feindlichen Seite. Was ich auch schön finde, dass wir jetzt 25% nochmal schneller ziehen können. Wir können also deutlich schneller schießen. Müssen nur noch treffen. Och, Digga. Lack gesoffen. Au, 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 au. Boah, das schaut geil aus. Das schaut geil aus, wie wir in der Stadt kämpfen. Durchgebrochen sind. Sorry, in der Festung meine ich. Ist, eigentlich, ist ja keine Stadt, ist ja eine Festung. Steckt sie ab. Streckt sie nieder. Jeden Einzelnen. Digga, wir hör auf mit Sachen zu werfen hier. Der gehört zu uns, sorry. Diese Verzweiflung. Wie er gelaufen ist, wie er geschaut hat, so Hilfe. Los, rein in die Vorratskammern. Und ihr? Wie läuft's bei euch so? Kann ich das Tor nicht aufmachen? So. Komm. Wir gehen. Wir haben zwar schon gewonnen, aber fürs Protokoll wollte ich dann auch nochmal die Tür aufmachen. Da oben sind noch ein paar Leute drin, aber das werden sie wohl hinbekommen, oder? Da oben gibt es auch den letzten Kampf. Oh, auch nicht mehr. Die letzten zwei befinden sich im Tor drin. Sorry. Auch nicht. Ist da oben noch einer? Oh ja, da steht er wirklich da oben. Wo ich den treffe? Jetzt nicht mehr. bzw. 270. Ja. Da würde ich mal sagen. Sehr schön. Mal ganz kurz. Diese Archa, diese Bogenschützen, die lassen wir weg. Die brauche ich nicht. Eine Scharfschützenflagge. Auch sehr interessant, was wir alles so haben, ne? Am Ende des Tages. Und
Uzburzis gehört uns, wir zeigen Gnade und warten hier mal ganz kurz mit diesem glorreichen Sieg. Wir können diese Siedlung einem Clan in unserem Königreich schenken. Das Problem ist, ich bin der einzige Clan. So, Senat. Clans des Rang 3 plus erhalten. Bla bla. Clans mit dem Rang 1. Okay. Gibt schon einige Gesetze. Königreichsanführer zahlen 200 Gold an jeden Vasallen. Aber ich bekomme dafür einen Einfluss. Verbessert die Beziehung über Zeit. Klingt gut, machen wir mal. Städte, die von herrschenden Klang gehalten werden, gewinnen einen Treuen, einen Wohlstand pro Tag. Oh, die Truppgröße des Herrschers wird um 60 erhöht. Aber die Clans... Ja. Volkstribun. Militärische Erfolge. Staatsmonopole. Der Herrscherclan erhält 5% der Siedlung als Steuer pro Stadt. Mm-mm. Bezirke. Ja, wir brauchen halt jetzt erstmal Clans. Das Ding wird ausgebaut. Danach machen wir Militärinfrastruktur. Hey, jetzt sind es 10.000. Wollen wir... Warum war das bei dem anderen 100.000? Fragen über Fragen. So. Tja. Und nun? Das ist ja auch Teodosiasaskas, oder wie das Ding heißt. Oh ja, sehr nice. Das war der falsche, das waren keine Römer. Also die, die wir jetzt haben, behalten wir auch. Da tue ich jetzt mal nichts dran weg. Baden wurde geplündert. Noria wäre jetzt das nächste. Keine Angst, wir tun euch nichts. Kulturimperium. Sorry? Patrouilliert? Was patrouilliert der denn? Lauf doch nicht so schnell. Mein Freund. Eure Hoheit, Ragiaia hat eure Truppe nicht verdient. Worauf genau wollt ihr hinaus? Ich bin der Bossmeng. Wir sind Freunde, dennoch ist es riskant, über dieses Thema zu sprechen. Oh, 100%. Ich gebe euch mein Wort als Freund, dass von mir niemand auch nur ein Sterbenswörtchen von dieser Unterhaltung erfahren wird. Kritischer Erfolg? Dagegen kann ich nichts sagen. Das ist nicht so wahrscheinlich. Sollte sie den Schwur euch gegenüber gebrochen haben, entbindet euch das auch von eurer Pflicht ihr gegenüber. Ah. Gut, ihr habt mich überzeugt, dass ich in Erwägung ziehen kann. Aber das ist ein gefährlicher Schritt und ich setze mein eigenes Leben und das meiner Leute aufs Spiel. Ich brauche eine Zusicherung von euch, bevor ich euch die Treue schwören kann. Und die mal lieber bekommst du. Und zwar...
Nee, juckt ihn überhaupt nicht. Ich gebe ihm gleich noch eine Siedlung, keine Angst. Ganz schön teuer, Alter. Lehen. Oh, ich kann ihm kein Lehen geben. Oh. Warum nicht? Warum kann ich ihm kein Lehen geben? Kühe jucken ihn nicht. Warum kann ich ihm kein Lehen abtreten? Das Ding ist, wenn ich mir jetzt das Geld gebe, habe ich halt Angst, dass der mich dann verrät, ne? Und ich jetzt mein ganzes Geld umsonst in den Sand setze. So. Oh. Aha. Der hat sogar eine eigene Siedlung mitgebracht und er liebt mich. Ah, es war verdammt teuer, Mann. Ich verstehe jetzt aber immer noch nicht, warum er das nicht angenommen hat. Aber da ist der erste Clan bei uns, aber jetzt habe ich halt kein Geld mehr. Jetzt bin ich halt insolvent sozusagen. Das heißt, was wir jetzt machen, ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht hops nimmt, der Kollege. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Dann wäre ich sehr angepisst. So, das ist alles Trash, die will ich nicht. Gut, wir machen uns auf den Weg nach Mosheim, so wie es ausschaut. Da ist eh fast nichts drin, da würde ich mal sagen. Achso, warte mal, die werden eh gerade belagert, okay. Dann gehen wir einfach mal Richtung Patavium. Patavium. Und dann sage ich an der Stelle. Scheiße. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Mal gucken, ob wir unser Reich nächste Folge weiter ausbauen können. Bin gespannt. Und Syrakus gehört uns. Aber leider schwach bewacht. Ich hoffe, dass das nicht schief geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.